Deepak Chopra, weltweit bekannt für seine Einsichten in Spiritualität und Wohlstand, hat seit Jahren ein mächtiges Geheimnis weitergegeben, das nur wenige kennen: die Möglichkeit, deine finanzielle Situation durch eine einfache mentale Übung zu verändern. In diesem Video wirst du eine Methode entdecken, die weit über gewöhnliche Reichtumstipps hinausgeht. Vergiss schnelle Lösungen oder leere Versprechungen. Was jetzt enthüllt wird, ist ein kurzes, geheimes und unglaublich wirksames Gebet, das deinen Geist in Einklang mit dem universellen Fluss des Überflusses bringt. Was dieses Gebet so besonders macht, ist seine leichte Anwendbarkeit und seine Kraft. Es wird von vielen in spirituellen Kreisen praktiziert und hat die Fähigkeit, neue Türen zu öffnen und die Art, wie Menschen Wohlstand erleben, grundlegend zu verändern. Wenn du diese Technik lernst, wirst du Zugang zu demselben Wissen haben, das Deepak Chopra verwendet, um sich mit etwas Größerem zu verbinden, das weit über die finanziellen Grenzen des Alltags hinausgeht. Viele fragen sich, warum manche Menschen kämpfen, um Wohlstand zu erreichen, während andere scheinbar mühelos Chancen anziehen. Liegt das Geheimnis in unserem Denken und den Worten, die wir wählen? Für alle, die jemals in einem Kreislauf finanzieller Probleme feststeckten oder das Gefühl hatten, dass immer etwas fehlt, liefert dieses Video die Antwort. Diese Praxis hat das Potenzial, Wege zu öffnen, die vorher unerreichbar schienen. In den nächsten Minuten wirst du die Möglichkeit haben, ein einfaches Gebet zu lernen, das von vielen lange gehütet wurde und deine Einstellung zu Geld komplett verändern kann, um Raum für ein Leben voller Fülle zu schaffen. Es ist keine Magie, sondern das Nutzen der natürlichen Kraft, die in uns allen steckt und die Deepak Chopra und andere spirituelle Lehrer seit Jahren vermitteln. Wenn du bereit bist für ein neues Kapitel in deinem Leben, in dem Wohlstand auf natürliche Weise zu dir fließt, dann bleib dran. Die Reise zum Entdecken universellen Wohlstands beginnt jetzt, und das Wissen, das geteilt wird, könnte genau das sein, was du brauchst, um deine Zukunft zu verändern. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Lass uns über etwas sprechen, das wir alle schon gehört haben: Geld zu manifestieren. Vielleicht denkst du jetzt, nicht schon wieder ein Video über Geldmanifestation. Doch hör mir kurz zu. Dieses hier ist anders. Bei diesem Gebet geht es nicht darum, das Universum um Geld zu bitten oder sich einen plötzlichen Geldregen zu erhoffen. Nein, es geht vielmehr darum, deine Energie auf die Fülle einzustimmen, die bereits existiert und nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Hattest du jemals das Gefühl, alles richtig zu machen, aber dennoch entgleitet dir das Geld immer wieder? Oder vielleicht hast du andere beobachtet, die scheinbar mühelos Wohlstand anziehen, während du dich in einem Kreislauf des ständigen Kämpfens gefangen fühlst. Die gute Nachricht ist, das kann sich ändern. In den nächsten Minuten teile ich ein kraftvolles und dennoch einfaches Gebet mit dir, das nur 60 Sekunden deiner Zeit beansprucht. Es könnte das fehlende Puzzleteil auf deinem Weg zur Fülle sein. Aber es gibt eine kleine Bedingung. Es bleibt dein persönliches Geheimnis. Dieses Gebet ist dein Schlüssel, um das universelle Tor zur Fülle zu öffnen. Bevor wir beginnen, ist es essentiell, die richtige Umgebung zu schaffen, damit das Gebet wirken kann. Denke daran, es ist wie das Vorbereiten einer Bühne für etwas Bedeutendes. Es geht nicht nur darum, einen ruhigen Ort zu finden, an dem du sitzen kannst. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der sich reich, friedlich und einladend anfühlt. Wähle einen Ort, an dem du dich wohl und entspannt fühlst. Das könnte dein Schlafzimmer sein,
eine gemütliche Ecke in deinem Wohnzimmer oder ein stiller Platz in deinem Garten. Der Schlüssel liegt darin, einen Ort zu finden, an dem du für ein paar Minuten ungestört bist. Sobald du deinen Platz ausgewählt hast, nimm dir einen Moment, um ihn aufzuräumen. Entferne jegliche Unordnung oder Ablenkungen, denn deine Umgebung spiegelt oft deinen inneren Zustand wider. Ein sauberer, geordneter Raum kann dir helfen, dich fokussierter und zentrierter zu fühlen. Wenn du möchtest, kannst du auch Dinge hinzufügen, die die Atmosphäre bereichern. Eine Kerze, sanfte Musik oder vielleicht eine kleine Pflanze. Einige Menschen platzieren Symbole des Wohlstands, wie eine Goldmünze oder einen Kristall, die für sie Reichtum symbolisieren. Die Idee ist, dich mit Gegenständen zu umgeben, die dir ein Gefühl von Wohlstand und Ruhe vermitteln. Nun kommen wir zum nächsten Schritt, deiner physischen Vorbereitung. Egal, ob du sitzt oder stehst, sorge dafür, dass du es bequem hast. Atme ein paar Mal tief ein und lass mit jedem Ausatmen jegliche Anspannung oder Sorgen los, die du möglicherweise mit dir herumträgst. Stell dir vor, wie du mit jedem Atemzug goldenes Licht einatmest, das Licht des Wohlstands und der Fülle, welches deinen Körper mit positiver Energie erfüllt. Es ist auch wichtig, deinen Geist zu klären. Solltest du bemerken, dass deine Gedanken zu deinen täglichen Aufgaben oder Problemen abschweifen, bring deinen Fokus sanft ins Hier und Jetzt zurück. Für die kommenden 60 Sekunden zählt nichts anderes. Dies ist deine Zeit. Bevor wir mit dem Gebet beginnen, nimm dir einen Moment, um deine Absicht festzulegen. Was möchtest du mit dieser Übung erreichen? Es könnte etwas sein wie: Ich öffne mich, um Fülle in allen Bereichen zu empfangen, oder ich richte mich auf die unendliche Fülle des Universums aus. Diese Absicht dient als Anker, der die Energie deines Gebets auf dein Ziel ausrichtet. Durch diese Vorbereitung signalisierst du deinem Unterbewusstsein und dem Universum, dass es dir ernst ist. Du gehst nicht einfach gedankenlos durch die Bewegungen, sondern schaffst bewusst Raum und Zeit, um Fülle in deinem Leben zu manifestieren. Diese klare Absicht verstärkt die Wirkung des Gebets und ebnet den Weg für echte Veränderung. Das Ziel ist es, eine Umgebung und einen mentalen Zustand zu schaffen, der reich, friedlich und offen für das Empfangen ist. Wenn du diese Übung regelmäßig praktizierst, ist es nicht nur ein Gebet. Du schaffst ein Ritual, das deine gesamte Einstellung zu Geld und Wohlstand wandeln kann. Jetzt kommen wir zum Herzstück der Praxis, das 60 Sekunden dauernde Gebet. Dies ist kein gewöhnliches Gebet. Es ist eine kraftvolle Affirmation, die darauf abzielt, deine Energie mit dem universellen Fluss der Fülle in Einklang zu bringen. Schließe deine Augen und atme tief ein. Mit dem Ausatmen beginne die folgenden Worte zu wiederholen: Göttliche Fülle fließt durch mich. Ich bin bereit, Wohlstand in allen Formen zu empfangen. Geld kommt leicht und mühelos zu mir. Ich verdiene es, finanzielle Freiheit und Erfolg zu erleben. Danke für die Fülle, die bereits in meinem Leben ist, und für den Reichtum, der zu mir unterwegs ist. Jeder Satz dieses Gebets ist bedeutend, also lass uns es näher betrachten. Göttliche Fülle fließt durch mich. Diese Worte erinnern dich daran, dass Fülle nicht außerhalb von dir existiert. Sie fließt durch dich hindurch. Du bist eins mit ihr. Ich bin bereit, Wohlstand in allen Formen zu empfangen. Dies öffnet dich dafür, Reichtum zu empfangen, und löst innere Blockaden, die dich vielleicht zurückgehalten haben. Geld kommt leicht und mühelos zu mir. Dieser Satz verändert das Denken, dass es schwierig sein muss, Geld zu verdienen. Er pflanzt den Gedanken, dass Geld auf natürliche Weise zu dir fließen kann. Ich verdiene es, finanzielle Freiheit und Erfolg zu erleben. Damit bestätigst du, dass du Wohlstand und Erfolg wert bist und stellst Gefühle der Unwürdigkeit in Frage. Danke für die Fülle, die bereits in meinem Leben ist, und für den Reichtum, der zu mir unterwegs ist. Dankbarkeit ist der Schlüssel. Dieser Satz fördert Dankbarkeit für das, was du bereits hast, und schafft Raum für mehr. Während du dieses Gebet wiederholst, achte auf deinen Atem. Versuche, die Worte im Rhythmus deines Atems zu sprechen, damit das Gebet tief in dein Unterbewusstsein eindringt. Dadurch wird es mehr als nur gesprochene Worte, es wird zu einer meditativen Praxis. Sprich die Worte mit Überzeugung, als wären sie bereits Realität, nicht als etwas, das du dir für die Zukunft wünschst. Die Kraft dieses Gebets entsteht durch die Energie und den Glauben, den du hineinfließen lässt. Wenn deine Gedanken während des Gebets abschweifen, bring sie sanft zurück zu den Worten. Es muss nicht perfekt sein. Was zählt, ist deine Absicht und deine Beständigkeit. Mit der Zeit wird diese Praxis zur Gewohnheit
und du wirst bemerken, wie sich deine Denkweise verändert. Zum Schluss, denk daran, auch wenn diese speziellen Worte stark sind, sind sie nicht in Stein gemeißelt. Du kannst sie anpassen, wenn sie dir dadurch natürlicher vorkommen. Wichtig ist, dass die Kernbotschaften von Fülle, Würde und Dankbarkeit erhalten bleiben. Indem du dieses Gebet täglich, selbst nur für 60 Sekunden, wiederholst, trainierst du dein Gehirn neu. Du schaffst neue Verbindungen, die Fülle anziehen statt Mangel, und mit der Zeit wirst du eine tiefgreifende Veränderung in deiner Einstellung zu Geld und Wohlstand spüren. Nun richten wir den Fokus auf etwas enorm Wichtiges, deine Vorstellungskraft. Wenn du die Worte deines Gebets sprichst, rezitiere sie nicht einfach. Stelle dir vor, dass du von Fülle umgeben bist. Sieh, wie dein Bankkonto wächst. Visualisiere, wie du große Einkäufe ohne Anstrengung machst oder die Freude spürst, großzügig an Herzensprojekte zu spenden. Je lebendiger und detaillierter deine Vorstellung ist, desto wirkungsvoller wird diese Praxis. Es sollte sich real anfühlen. Hier kommt jedoch der entscheidende Aspekt. Während Worte und Bilder wichtig sind, passiert die wahre Magie, wenn du deine Emotionen vollkommen einbeziehst. Genau an dieser Stelle scheitern viele Menschen bei der Manifestation. Es reicht nicht aus, nur die Worte zu sagen oder Bilder im Kopf zu haben. Du musst die Emotionen, die mit der Fülle verbunden sind, fühlen, als wäre sie bereits Teil deines Lebens. Beginne damit, dich in die Freude der finanziellen Freiheit zu versetzen. Spüre das leichte Gefühl in deiner Brust. Diese Leichtigkeit, die entsteht, wenn du weißt, dass deine finanzielle Situation gesichert ist. Lasse ein Lächeln auf deinem Gesicht entstehen, während du dir vorstellst, dass du dein Bankkonto öffnest und ein Guthaben siehst, das deine kühnsten Träume übertrifft. Spüre die Wärme der Dankbarkeit, die dich durchströmt, weil du mehr als genug hast, um dich selbst und deine Liebsten zu versorgen. Nun, konzentriere dich auf das Gefühl der Erleichterung. Stell dir vor, wie eine Last von deinen Schultern fällt, während der finanzielle Druck verschwindet. Spüre den tiefen inneren Frieden, der entsteht, wenn du weißt, dass du dir keine Sorgen mehr um Rechnungen oder Schulden machen musst. Stell dir den erholsamen Schlaf vor, den du genießen wirst, weil alles in Ordnung ist. Fühle, wie dein Atem leichter wird und deine Muskeln sich entspannen, während alle geldbezogenen Ängste sich auflösen. Dann spüre die Aufregung über neue Möglichkeiten. Fühle die Freude, wenn du diesen Traumurlaub buchst, ohne auf den Preis zu achten. Spüre das Kribbeln, wenn du in ein Geschäft investierst, das dich schon lange begeistert. Visualisiere, wie du dein Traumhaus oder Auto kaufst, und spüre das Kribbeln, wenn du den Schlüssel das erste Mal umdrehst. Vergiss nicht, dich auch mit der Großzügigkeit zu verbinden. Stelle dir die Wärme in deinem Herzen vor, wenn du anderen finanziell hilfst. Spüre die tiefe Freude, einen geliebten Menschen mit einem bedeutsamen Geschenk zu überraschen, oder die Erfüllung, eine großzügige Spende an einen Zweck zu leisten, der dir am Herzen liegt. Großzügigkeit ist eine kraftvolle Energie, die noch mehr Fülle in dein Leben bringen kann. Lass diese Emotionen in dir stärker werden. Wenn du einen Kloß im Hals spürst oder Tränen aufsteigen, ist das völlig in Ordnung. Es bedeutet, dass du dich tief mit dieser Praxis verbindest. Je realer diese Emotionen für dich sind, desto kraftvoller wird deine Manifestation. Es ist auch entscheidend, dass du dich würdig fühlst, diese Fülle zu empfangen. Viele von uns haben tief verwurzelte Überzeugungen, dass wir keinen Wohlstand oder Erfolg verdienen. Während du diese Emotionen zulässt, erinnere dich daran, dass du es wert bist, Fülle zu erleben. Spüre das Selbstvertrauen, das entsteht, wenn du weißt, dass du ein Leben in finanzieller Freiheit verdienst. Wenn es dir schwerfällt, dich mit diesen Emotionen zu verbinden, besonders wenn deine aktuelle finanzielle Situation überwältigend wirkt, beginne klein. Spüre einfach die Erleichterung, ein wenig mehr zu haben. Mit der Zeit wirst du in der Lage sein, diese Gefühle zu verstärken und sie an das Leben in Fülle anzupassen, das du dir wünschst. Erinnere dich daran, deine Emotionen sind der Antrieb für deine Manifestation. Sie sind die Sprache, auf die das Universum reagiert. Wenn du die Worte deines Gebets mit den Bildern in deinem Kopf und diesen intensiven Gefühlen verbindest, sendest du ein klares, kraftvolles Signal an das Universum, was du in dein Leben ziehen möchtest. Indem du deine Emotionen voll einbeziehst, sagst du nicht nur ein Gebet oder denkst positiv, du schaffst eine Schwingung, die mit der Fülle übereinstimmt, die du anziehst. Du erklärst dir selbst und dem Universum, dass dies jetzt deine Realität ist.
Und wenn du dies konsequent tust, wird das Universum entsprechend darauf antworten. Nun lass uns noch tiefer in diese wichtigen Emotionen eintauchen. Stell dir vor, wie sich die Erleichterung anfühlt, wenn der finanzielle Druck von deinen Schultern verschwindet. Visualisiere, wie du in einen tiefen, erholsamen Schlaf sinkst, weil du dir keine Sorgen mehr um Rechnungen oder Schulden machen musst. Dein Atem wird ruhiger, deine Muskeln entspannen sich und die Ängste, die du bisher mit Geld verbunden hast, lösen sich allmählich auf. Als nächstes lade die Aufregung über neue Möglichkeiten ein. Spüre die Freude, wenn du deinen Traumurlaub buchst, ohne den Preis zu prüfen. Stell dir den Nervenkitzel vor, wenn du in das Geschäftsprojekt investierst, das dir schon lange vorschwebt. Sieh dich selbst, wie du in dein Traumhaus einziehst oder dein Traumauto fährst, und spüre das Kribbeln im Bauch, während du diesen Moment genießt. Vergiss nicht die Emotion der Großzügigkeit. Stell dir vor, wie sich dein Herz wärmt, wenn du anderen finanziell unter die Arme greifst. Spüre die Freude, einen geliebten Menschen mit einem besonderen Geschenk zu überraschen, oder die tiefe Zufriedenheit, eine großzügige Spende an einen dir wichtigen Zweck zu leisten. Diese Augenblicke des Gebens können genauso bereichernd sein wie der Empfang von Fülle. Ein weiterer entscheidender Punkt ist das Gefühl des Verdientseins. Viele von uns tragen tief sitzende Überzeugungen in sich, dass wir Wohlstand oder Fülle nicht verdient haben. Während du diese emotionale Reise machst, erinnere dich daran, dass du all das und noch mehr verdienst. Spüre das Vertrauen und die Sicherheit, die damit einhergehen, zu wissen, dass du ein Leben in Fülle verdienst. Wenn es dir schwerfällt, dich mit diesen positiven Gefühlen zu verbinden, besonders wenn deine derzeitige finanzielle Situation entmutigend ist, beginne klein. Konzentriere dich auf das einfache Gefühl der Erleichterung, etwas mehr zu haben, als du benötigst. Mit der Zeit wirst du diese Emotionen stärken können, bis du das Gefühl des Wohlstands in vollem Umfang verkörperst. Vergiss nicht, deine Emotionen sind der Schlüssel zu deiner Manifestation. Sie sind die Sprache, die das Universum versteht. Wenn du die Worte deines Gebets, lebendige Bilder und starke Gefühle der Fülle kombinierst, sendest du ein klares und kraftvolles Signal darüber aus, was du in dein Leben ziehen möchtest. Indem du dich 21 Tage lang konsequent mit diesen Emotionen in deiner Praxis verbindest, gehst du nicht nur mechanisch durch die Bewegungen. Du erschaffst eine Schwingung, die mit der Fülle in Einklang steht, die du anstrebst. Du teilst deinem gesamten Körper, deinem Geist und dem Universum mit, dass dies nun deine neue Realität ist. Und wenn du das kontinuierlich tust, wird das Universum darauf reagieren. Es geht hier nicht darum, Geld auf magische Weise zu manifestieren. Es geht darum, deine Denkweise zu ändern, deine Energie in Harmonie zu bringen und dich für Chancen zu öffnen, die dir vielleicht bisher entgangen sind. Der wahre Zauber geschieht, wenn deine innere Welt beginnt, sich nach außen auf überraschende Weise zu spiegeln. Nun, da du gelernt hast, wie du die Kraft deiner Emotionen nutzt, Fülle visualisierst und deine Energie in Einklang bringst, hast du jetzt ein praktisches, tägliches Werkzeug an der Hand, um deine finanzielle Realität zu verändern. Dieses Video geht nicht nur darum, Wünsche zu äußern oder darauf zu hoffen, dass sich etwas verändert. Es geht vielmehr darum, aktiv dein Denken und deine Emotionen zu formen, um eine beständige und positive Beziehung zu Wohlstand und Reichtum zu schaffen. Der Schlüssel zur Manifestation von Fülle liegt in der Beständigkeit und der Absicht. Und du hast nun den Fahrplan, um genau das zu erreichen. Setze dich für die nächsten 21 Tage auf diese Praxis fest. Nimm dir täglich nur 60 Sekunden Zeit, um das Gebet zu sprechen, deine Vorstellungskraft zu nutzen und dich vollständig in die Gefühle der Fülle hineinzubegeben. Es mag simpel erscheinen, aber diese kleine Gewohnheit, regelmäßig wiederholt, kann tiefgreifende Veränderungen in deiner Einstellung zu Geld und in den Möglichkeiten, die sich dir bieten, bewirken. Denk daran, dass das Universum auf die Signale reagiert, die du aussendest, und diese Praxis stellt sicher, dass du eine klare, entschlossene Botschaft des Wohlstands übermittelst. Wenn du dich jemals festgefahren gefühlt hast und dachtest, finanzielle Freiheit sei unerreichbar, hast du in diesem Video die Werkzeuge erhalten, um das zu ändern. Es geht nicht darum, dass Geld über Nacht auf magische Weise auftaucht, sondern darum, dich mental und emotional darauf vorzubereiten, die Gelegenheiten für Wohlstand zu erkennen und zu nutzen, die bereits um dich herum existieren. Indem du deine Gedanken und Gefühle auf Fülle ausrichtest, lädst du neue Chancen in dein Leben ein,
die dir sonst vielleicht entgangen wären. Jetzt, wo du den gesamten Prozess verstanden hast, ist es an der Zeit, aktiv zu werden. Kehre nicht zu alten Gewohnheiten zurück. Integriere diese Praxis in deinen Alltag und beobachte, wie sich die Dinge allmählich verändern. Wenn dir dieser Inhalt geholfen hat oder du begeistert bist, deine Reise zu finanzieller Freiheit zu beginnen, würde ich mich freuen, davon in den Kommentaren zu hören. Deine Erfahrungen könnten auch andere inspirieren, ihren eigenen Weg zur Fülle zu finden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere den Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, um keine weiteren Inhalte zu verpassen, die dir helfen, das Leben zu manifestieren, das du verdienst. Teile dieses Video mit allen, die davon profitieren könnten, und lass uns gemeinsam eine Gemeinschaft aufbauen, die sich auf Wachstum, Wohlstand und finanzielle Freiheit konzentriert. Vielen Dank fürs Zuschauen, und ich freue mich schon darauf, die Transformationen zu sehen, die du bewirken wirst.